for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Den jungen Mann hier neben mir kennt ihr vielleicht oder die Insider kennen ihn, der Jörg. Wir haben mal bei dir ein oder mehrere super Schildkröte-Folge gedreht, gell? Jawohl. Schildkrötehaltung extrem hieß es, gell? Ja. Das beschreibt dich als Person schon mal ganz gut, weil alles, was der Jörg macht, macht er im größeren Stil und somit auch die Dornschwänze, gell? Das ist so ein neues, relativ neu, also Projekt von mir. Das heißt, ich habe ja etliche Schildkrötenarten erfolgreich nachzogen. Das ist dann über die Jahre hinweg irgendwann, ja, ich will gar nicht sagen langweilig geworden, sondern eher man sucht was Neues. Neue Herausforderungen. Und dann haben mir etliche immer gesagt, ja, so Uromastix, das ist super einfach zum Nachziehen. Da musst du nur heiß und trocken und so weiter, und dem ist halt leider nicht so. Also es ist nicht so, dass man denkt, ah, ich setze jetzt hier mal geschwind zwei Uromastix zusammen und in 8 Wochen habe ich dann Eier liegen. Es ist schon anspruchsvoll. Es sind keine Bardagame, gell? Es definitiv sind keine Bardagame, das ist definitiv so. Und was halt bei den Uromastix sehr gut ist, oder was mir persönlich selber sehr gut gefällt, ist, sie sind halt super ruhig, super, ich sage jetzt zahm. Sieht man jetzt bei dem Tier hier, das ist ein Uromastix ornata, ein Männchen, relativ blaues. Die bleiben ruhig auf der Hand sitzen. Die sind auch, wenn einer sagt, okay, für ein Kind irgendwie, wo noch mal irgendwas anfassen will, natürlich nicht jeden Tag, aber einfach mal zum auf die Hand nehmen, sind so Uromastix wirklich dankbare. Tolles Terrarietier, gell? Ja. Ja, da gehen wir jetzt durch. Was sehen wir alles? Kurzer Überblick voraus. Kurzer Überblick. Ich habe Uromastix ornata, ich habe Uromastix princeps, ich habe Uromastix thomasi, ich habe Uromastix jemenensis, Uromastix aegyptia, aegyptia microlepis und Uromastix macfadyeni. Und das war's dann. Und dann noch als frühere Dornschwanzagamenart, die sind dann nochmal umbenannt worden, noch die Sarah loricatas. Da machen wir aber extra was. Ja. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, aber das kommt in einer extra Folge. Also, lass uns mit den Ornatas anfangen. Wir stehen schon hier an der richtigen Stelle, gell, mehr oder weniger. Das sind die Terrarien. Eben, tu mal kurz mal die Haltung, oder weißt, können wir pauschal sagen, die Haltung machst du im Prinzip bei allen Dornschwanzagamen gleich, oder? Ziemlich ähnlich, alle, wie man schon so sagt, heiß und trocken, nur dann verschiedene Arten benötigen noch Winterruhe, das wäre eben gerade die Ornatas, wo du in Winterruhe sitzt. Oder die Saras. Die Saras dann zum Beispiel, oder genau. Oder was es gibt, so Acanthinura, genau, und so. Die habe ich aber nicht. Die machen wir, die Winterruhe machen wir dann in der Sara-Folge, sonst werden wir heute zu voll. Eben, lass uns mal die Terris angucken. Hier, da ist der Kerl hier draußen. Da ist eine Perle drin. Genau, das ist ein Pärchen. Okay. Bei der Ornata natürlich schön zu sehen, der. Auf Mädels und Jungs. Genau, die gibt es so ein schönes, wie heißt ja. Farbdimorphismus, dass Männchen, Weibchen anders gefärbt sind. Die Terrarien habe ich für die ganzen Uromastix eingerichtet mit Rückwand- und Seitenglätterwand. Und dann habe ich neues Zeitalter natürlich von X-Reptile, diese ganzen LEDs. Es sind zwar relativ teuer, die LEDs, aber sie sind extrem hell und sie brauchen extrem wenig Energie. Und aufgrund der Menge von meinen Terrarien lohnt sich natürlich die Investition. Ich habe dann auch je nach Terrariengröße eine oder auch zwei HID-Lampen drin. Also wenn sich jetzt einer wundert und sagt, oh, so ein riesen Terrarium und nur eine HID, das hat bei mir folgenden Grund. Ich habe die Temperaturen gemessen
Und durch das, dass ich schon eine riesen Raumtemperatur habe, kann ich bei den HIDs einfach auch teilweise nur eine reinmachen, weil sonst die Temperaturen zu weit hochgehen. Ja, die Uromastics mögen es zwar heiß, aber ich denke, wenn es mal dauerhaft 55 Grad hat und mehr, dann ist es auch denen irgendwann zu heiß. Arg viel ohne kühles Spot, gell? Ja. Also eben allein durch das, dass du das natürlich so gestapelt hast, weil das war auch mein erster Gedanke. Also ich würde sagen, oder auch liebe Community, wenn ihr Terrarium in der Größe, was ist es, 1,20 Meter wahrscheinlich? 1,50 Meter. 1,50 Meter sogar. Müssten wir auf jeden Fall zwei HIDs reinmachen, um auf die Wärme zu kommen. Ja. Aber in deinem Fall, das stehen nochmal zwei Stück drunter und rundherum, ihr seht es ja, kannst, wenn du da zwei reinmachst, klar, dann wird es einfach zu warm. Gell? Und deswegen kannst du diese Kombi mit den LEDs und einer HID fahren und hast das perfekte Klima da drin und die super Helligkeit. Gell? Und ich muss die HIDs sogar teilweise noch abschalten. Dass es nicht zu heiß wird. Ja. Ja. Kurz eben noch zu den Temperaturen. Was hast du dann für Tagtemperaturen hier drin? Wärmste Stelle, kälteste Stelle oder bei der Dornschwänze allgemein? Also bei der Dornschwänze nachts geht es hier im Sommer unter 20, kriege ich es gar nicht mehr, oder 25. Ja. In Terraria hat es immer 25 Grad bei Nacht und dann tagsüber bis 55 Grad. Weiter oben und weiter unten liegst du dann irgendwo so bei 40 Grad. Ja. Also, aber hast du selbst, jetzt sagen wir mal hier bei der Ornadas, wenn ich jetzt hier an der Ecke gehe, hat es aber keine 55 sogar, oder? Nein. Aber du meinst jetzt unterm Spot? Unterm Spot oder weiter oben dann. Im Terrarium. Im Terrarium oben. Und kühlste Stelle am Tag, was 35, 40. Genau, ja, okay. Ja. 40 schätze ich mal schon hart, gell, an der Grenze. Aber so 35 kühlste. Um die 50 wärmste Stelle. Gell? Auf jeden Fall. Das ist bestimmt ein gutes Ding. Und du hältst sie paarweise. Allerdings nicht jede Art. Leider ist nicht jede Art paarweise verträglich. Und was ich auch mache, im Winter halte ich sie einzeln. Prinzipiell einzeln. Ja. Okay. Und hast du auch irgendwo Gruppe? Ein Mann, mehrere Weibchen? Nö. Nee. Nee, wenn dann paarweise. Nur immer ein Mann, ein Weib. Ja. Dann lass uns, also du hast eben, man könnte ja theoretisch über jede Art hier einen Film drehen. Ich kann noch kurz mal eine Jemenensis rausholen. Die sind ein wenig scheuer. Ich hoffe, ich kann gleich einfangen. So. Trick verrückt. Soll ich helfen, oder? Soll ich, oder? Ja, darfst du gerne. Ich bin genauso blöd. Ja, jetzt. Das sieht man halt jetzt schon. Und was man auch noch gut sieht, das ist schon relativ einfach, damit man so einen Unterschied sieht zwischen Männle und Weible. Wenn es einer nicht genau weiß, kann er sich sicher sein, wenn du am Bauch so Färbungen hast und auch am Hals, ist ein Männle. Wenn sie weiß sind, ist ein Mädel. Bei den Jemenensis jetzt? Fast alle Uromastics. Uromastics. Ja, Tomasi auch. Aha. Ja. Also Acantinura, glaube ich, geht es nicht, ich denke. Das kann sein. Aber bei den Arten, wo du hast? Da geht es ziemlich einfach. Das, okay. Ja. Also das ist Uromastics Jemenensis. Waren die früher als Unterart irgendwo mit drin, weißt du das? Nein, ich denke nicht. Jemenensis war schon immer. Schon immer extra. Die hat früher mal Benti geheißen. Ah, okay. Uromastics Benti. Ja, genau. Ja. Okay. Und ist dann zu Jemenensis geworden. Geändert. Kommt aus dem Jemen. Mhm. Auch ein Pärchen. Perle drin. Da oben sitzt zwei Blege. Okay. Ja. Also sehr hübsch. Und sind adult in der Größe. Adult in der Größe. Also die Ornata, die wir gerade gesehen haben, auch Adultgröße. Auch Adult, oder vielleicht keine Riese für Ornatas, aber zum, ja doch, das männliche Auge, ja doch, normale Ornata-Größe. Ja. Achso, und Ornata gibt es auch Unterarten, Ornata. Philby. Ornata Philby. Ah, okay. Habe ich aber nicht. Ich hatte schon mehr Arten an Uromastics. Ich habe aber etwas reduziert, weil es zeitlich auch und ja, irgendwann geht es nicht mehr. Hier haben wir jetzt ein Ägyptia-Ägyptia-Weibchen.
ziemlich adult. Die werden noch größer und auch die sind ziemlich ruhig. Nur ein Nachteil ist, man kann sie eigentlich fast nicht zusammenhalten, sprich pärchenweise. Die zupfen sich. Selbst als Pärchen? Ja, ja. Geht fast gar nicht. Also wenn kannst du zur Paarung und dann wieder raus. Okay. Sonst leidet ein Tier drunter. Und Ägyptier ist natürlich die imposanteste Dornschwanzart. Gell? Also wenn das eben ein Weibchen und die Männer wäre ja noch deutlich größer. Gell? Ja. Also finde ich persönlich auch phänomenal. Das sind auch die, wenn man im Internet mal irgendwelche Fotos sieht mit riesigen Dornschwanzagamen, das sind dann immer die ägyptische. Das ist, das ist die größte Dornschwanzart. Die größte, ja. Bis, ich glaube, 80 cm oder einen Meter. Aha. Also sie sind riesig. Ja. Okay. Ja, dann lass uns zu den nächsten gehen. Also entsprechend groß natürlich aus Terry, gell? Da sind wir dann, das ist schon, da reicht schon mehr wie 1,50, gell? 1,80 ungefähr, ja. Oder? 2 Meter. 2 Meter und 1 Meter tief, oder? Ja. Okay. Und selbst das ist schon, denke ich, also in der Größe noch okay. Aha. Wenn sie noch größer wird, kriegt sie dann 2 davon, sofern ich sie behalte. Wie gesagt, ein paar Arten wäre es vielleicht noch weniger werden. Schauen wir mal, wo man sich trennen kann. Jörg, die frisst gerade so schön. Das bringt mich auf den Gedanken, dass man das noch gar nicht angesprochen habe, die Ernährung. Was, wie? Wie oft fütterst du deine Dornschwänz? Ich fütter eigentlich wahrscheinlich zu oft. Ich fütter 6-mal die Woche und mache einen Fastentag. Die bekommen bei mir hauptsächlich Salat und dann diese Nektar- und Pollen-Energy und dann natürlich auf den Salat immer noch dieses ganze Nektar- und Rep und was es gibt. Noch also dazu. Mineralien. Und dann habe ich noch die Yemenensis. Die Mekfet-Jenis, die kriegen ab und zu noch Heuschrecke. Mhm. Also die nehmen auch Heuschrecke, sprich Lebendnahrung. Okay, der Ägypter zum Beispiel, gibt es gar keine Heuschrecke, nö, ne? Nö, wird die wohl essen, aber mache ich nicht. Und dann im Winter füttere ich auch noch gern Löwenzahnblüte. Also habe ich extra so, kaufe ich dann immer in der Apotheke, so Löwenzahnblüte. Ach, die Blüte sogar? Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, aber weil der Löwenzahn kriegst du bei mir, die Blätter, aber die Blüte? Ja, Blüte. Stimmt, die kriegst du nicht bei mir. Ne? Ja. Das heißt, du verziehst, dass du es in der Apotheke kaufst. Ja, das... Aha. Ja. Also dann doch zu... Und alle querbeet, alle Dornschwänze zu 80-90% vegetarisch, beziehungsweise manche sogar zu... Also welche zu 100% vegetarisch, die... Luricata, Ägyptia... Tomasi eigentlich auch. Okay. Ja. Ornatas fressen auch Heuschrecke, aber ich denke, die würden auch überleben, wenn du nur pflanzlich gibst. Aha. Ja. Oder eben oder bei der Jungtieraufzucht, denke ich, da ist schon wichtig, dass man auch wegen Insekten dazu gibt. Gell? Und ich habe halt bei mir überall diese, ist vielleicht nicht gerade super, super grün, diese Einweg-Teller und so weiter und Einweg-Kartonage. Aber es ist halt hygienischer und geht schneller. Ich muss nur neu befüllen, altes raus, frisch rein, ist einfach sauberer. Hier haben wir jetzt Uromastix tomasi. Ich tue jetzt mal so von oben als Männchen identifiziere, beziehungsweise wenn ich da reingucke, das da hinten im Eck wird es Weibchen sein, gell? Jawohl. Tomasi ist ja wegen so die skurrilste von den Dornschwänzen, gell? Durch das Stummelschwänze, oder was heißt Stummel? Ja, doch, durch diesen blattartigen Schwanz, gell, sehe die natürlich echt skurril aus, gell, relativ kleiner Kopf für den großen Körper. Und ist auch eben eine ziemlich ruhige Art, also so vom Wesen her. Ah. Ja. Halten wie die anderen auch. Was ich dann noch immer mache, ich gebe so alle 2 Wochen, sage ich jetzt einmal, vielleicht auch mal öfters mal auch, bloß alle 3 Wochen Wasserschüssel mit rein. Mhm. Normalerweise die Uromastix brauchen eigentlich kein Wasser, sprich, die produzieren ihr Wasser selber und dann über die Nasenlöcher scheiden die so ein Sekret aus. Mhm. Mineralien wahrscheinlich. Mineralien, weil sie ihr Wasser selber produzieren, aber ich mache das einfach und ich habe die auch schon beobachtet, wie sie dann ans Wasser gehen und dann denke ich, schadet nicht. Selber produzieren im Sinne, dass sie halt das Wasser aus der
pflanzliche Nahrung rausnehmen, oder? Denke ich, also pflanzliche Nahrung rausnehmen, das, was geht. Zumal das, was wir hier füttern, sowieso viel, viel mehr Wasser enthält, als das, was sie in der Natur findet. Also, die kommen im Oman vor. Da wird es nicht viel geben. Da wird es nicht viel geben. Und wenn dann nur Trockenes. Eben Thema Wasser noch. Sprühst du als in der Terrarie, oder? Ab und zu sprühe ich. Was ich ab und zu auch mache, ist, ich habe da diese Plastikdosen. Das sind so auch für die Eiablage. Da gebe ich Sand rein, mache den Sand nass, baue oben ein Loch rein. Und da sehe ich die auch ab und zu bevorzugt übernachten. Ah, okay. Also das machen sie dann auch gern. Mhm, also die so, eben, ich habe es vorher gesehen, die Kunststoffboxen, so Schuhschachtelgröße, mehr oder weniger. Ja. Loch oben reinbohren und Sand. Also machst Sand rein, kein Sand. Moos, sondern Sand. Sand. Feuchter Sand. Feuchter Sand. Sand ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Hier sehen wir jetzt auch wegen Struktur im Sand. Das ist aber so natürlich passiert, oder hast du das gemacht? Nö, das haben die gemacht. Ich habe praktisch Sand und Lehm mit eingefügt, dass er relativ hart ist. Macht es für mich natürlich relativ einfach zum Reinigen, weil Kot und sonstige Sachen kann ich dann einfach kurz absaugen, wenn es ziemlich fest ist. Und was die Uromastics alle gern machen, ist einfach graben. Okay. Sie graben gern und der Sand ist dann auch noch grabfähig, dann haben sie ihren Spaß auch noch, können ihre Kralle etwas abwitzen und so weiter. Wobei ich auch gesehen habe, du hast Terrarie mit Holzstreu drin, sehen wir nachher vielleicht auch noch. Ja. Hast du Arten, wo du sagst, da Sand, da Holz, oder wie nach welchem Prinzip gehst du da Größe. Vor? Okay. Das heißt, die größere Art habe ich auch tatsächlich auf diesem Espen. Zum einen ist es staubfreier und zum anderen, klar, große Uromastics, große Haufen. Die kriegst du auch nicht mehr rausgesaugt oder so. Okay, also, und mit dem Holz kannst du sie halt praktischer rausholen. Da kriegst du praktischer raus, das ist so. Hier habe ich einfach den Sand drin, hat sich bis jetzt auch bewährt. Staubt auch nicht so, bei deiner großen Art staubt es natürlich auch noch viel, viel, viel mehr. Und wenn wir dann gleich weitergehen, nur hier daneben, haben wir dann noch die vorletzte Art. Das sind die Uromastics Princeps aus Somalia. Noch echt seltene Art in der Terraristik. Ist das jetzt männlich oder weiblich? Weiblich. Ist weiblich. Ist ein Mann irgendwo dazu drin? Der ist bestimmt irgendwo. Hat sich wahrscheinlich da irgendwo drin versteckt. Ja. Soll ich dir helfen? Soll ich die mal nehmen? Nimm schon mal. Ah, oje. Ja, genau. Den werden wir da nicht rausbringen, oder? Den, der will nicht. Ein Terrarium weiter, da habe ich dann jetzt das Pärchen auf der Hand. Die sind nicht ganz so kamerascheu. In dem Fall kein arger Farbdimorphismus, gell? Nein. Bei der Princeps, oder? Nein. Also sind auch die Männer nicht ganz so farbeprächtig wie bei manchen anderen. Die sind sehr farblos. Also dieses Grün, das man bei dem Hintern gehabt hat, bei dem Tier, gibt es nicht so oft. Mhm. Also die sind farblich, ich sage jetzt mal, nicht so spektakulär wie ein Ornata oder Eminensis oder so. Die haben halt ein wenig einen ausgefallenen Schwanz. Relativ stark die Bestachelung, gell? Die, genau. Ja. Und der Vorteil ist, sie werden halt nicht groß. Also es ist in einem normalen Terrarium kann man die gut halten. Jetzt sind wir hier einmal, also einen Gang, drüben gibt es nochmal die gleiche, einmal und dann gibt es nochmal einen dritten, gehen wir da hin in die Ecke. Jetzt sind wir wieder ganz vorne. Letzte deiner Arten, was haben wir da? Uromastics macfadyeni, das ist ein Männchen, gerade in der Häutung. Wenn die sich ein wenig schwerer tun beim Häuten, nehme ich dann dieses Hydrolik von hier, spritze es damit ein, ist ein wahres Wundermittel. Okay. Wir nehmen es also auch nicht nur für die Reptilien, tatsächlich nimmt es meine Frau auch zum Putzen. Also das, wenn du hier irgendwo den Boden gereinigt hast und... Dann müssen wir es kurz in die Kamera halten. Und du nimmst das auch zum Reinigen, das findet wirklich jeden Dreck. Also das ist sensationell. Einmal hier Hydrolik, ready to use. Wobei der relativ ramponiert aussieht, also um dich jetzt hier
also zu entlasten, weil der ein oder andere wird sich dann sagen, ja, dann kann die Haltung nicht so gut sein, wenn der so verranzt aussieht. Da musst du Background noch dazu erzählen. Ich habe dieses Pärchen übernommen von einem, der hat die zusammengehalten, Männchen, Weibchen. Die haben sich natürlich nur gefetzt. Dementsprechend haben sie auch Bisshunde gehabt und so weiter. Da, wo die Haut klebt, das sieht man, ist bestimmt ohne drunter noch ein bisschen verkrustet oder sowas. Genau. Oder wegen Vernarbung. Gell? Ja. Und er hat einfach schlichtweg den Platz nicht gehabt, um die Tiere einzeln zu halten. Und hat sie dann abgegeben. Ja, ich will jetzt gar nichts unterstellen. Ist vielleicht einer gesagt, der denkt, okay, heiß halten, heiß und trocken. Und dann habe ich seltene McFadyenis nachzuchten. So schnell geht es nicht. Das sind Reptilien. Auch wenn die bei mir sind, glaube ich nicht, dass die nächstes Jahr schon einen Erfolg verzeichnen kann mit Jungen. Wenn es so ist, ist es toll. Und wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Mhm. Also dann brauchst du halt noch mal ein Jahr länger. Auf Pepple müsse den Kerl, gell? Weil der sieht schon ganz schön wahllos. Wahllos, genau. Da das passt ist der richtige super Ausdruck. Gell? Dann sage ich danke an den Jörg für die tolle Folge, die wir hier drehen durfte. Wirklich gigantisch. Also ich habe noch nie in meiner Terrarianer-Laufbahn so viele coole Dornschwänze auf einem Haufen gesehen. Definitiv nicht. Und hier geht es mit Obercool weiter. Ne? Das ist ein Sarah Loricata. Ich bin immer bei Longicata. Loricata, Sarah Loricata. Da wird es auch noch eine Folge dazu geben. Machen wir auch noch. Aber für heute soll es hierbei beendet sein. Wie gesagt, nochmal danke, Jörg, und an euch bleibt mir treu und checkt die Uros.